Hallo und willkommen zurück bei Valheim. In der letzten Folge, da haben wir dann das Gebäude nach hinten schon einen Tick erweitert und oben dann auch nochmal so ein kleines Zusatzkämmerchen angefangen. Da gab es aber erste kleine Verwerfung mit der Statik. Und da müssen wir nochmal gucken. Das hält zwar jetzt, aber wenn sich da einer ungünstig irgendwo unten an so einen Balken lehnt, fällt das alles in sich zusammen. Moment. Ah, zu weit. Ding, ding. Ja, auf Fleischbeschaffung müssen wir heute auch mal gehen. Das ist... eine Rarität geworden. So, Moment, ich muss das von der Seite sehen. Das ganze Ding fußt ja eigentlich auf... Naja, gut, unter Umständen. Ich weiß nicht, ob es das besser macht, wenn ich das hier oben durchziehe. In meiner Dachgeschossbude tatsächlich auch drei so Holzbalken. Das ist ganz schick. Also warum soll es hier nicht auch schick sein? Eventuell muss ich aber hier oben auch hier das nochmal in die Richtung überall verstärken. Weiß ich nicht, ob das da oben dann... ob das was ausmacht? Keine Ahnung. Wundert euch wahrscheinlich, dass es überhaupt so weit geklappt hat bis hierhin, oder? Die meisten haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass es schon viel, viel früher alles in sich zusammenfällt. Aber ihr könnt mir doch vertrauen. Wie gesagt, ich habe Langhausbau studiert und weiß ich genau, was ich tue. So. Also, boah, jetzt geht mir die Werkbank hier langsam auf den Sack. Oh, da kommt die Sonne, sehr gut. Moment, ich muss nochmal ein Foto machen. Ja, diese anderen Balken dazwischen den Dächern, das fehlt noch, aber da sparen wir uns gerade mal das Holz und bauen erstmal so weiter. Und das die. Achso, ich hatte ja gar nicht. Ja, stimmt. Da hinten liegt noch was. So. Also das steht ja eigentlich auf denen drauf. Ist das immer noch so instabil da oben? Ja, auf jeden Fall. Tja, also es hält. Das ist schon mal gut. Wenn sich da ein Vogel drauf setzt, genauso, ne, dann kracht das alles zusammen. Gäbe es denn eine Möglichkeit, das hier irgendwie nochmal stabiler zu machen? Oder? Oh Gott, wenn es nicht mit, das liegt dran, dass du kein Fundament gebaut hast. Also mit Sicherheit nicht, oder? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Rot ist auch eine schöne Farbe. Aber ich kann mir gerade nicht ausmalen, dass hier oben irgendwas... mich da hoch. Noch schön aufs eh schon fast Einsturz oder aufs einsturzgefährdete Dach steigen. Moment. Ah. Ich dachte mal, kann ich das hier nicht in jedes irgendwie reinziehen oder? Na. Jetzt haben wir kein Holz mehr.
Gut, wir müssen wieder Holz beschaffen gehen. Na doch. Na gut, nee, wenn ich das jetzt abreiße. Aber wenn das jetzt steht, schon seit 10, 15 Minuten, dann fällt das doch nicht nach 3 Tagen irgendwann zusammen, oder? Ich meine, wenn das steht, dann steht das. Denke ich mir. Oh ja, fast, fast. Nee, so stark sind wir noch nicht. Besser. Oh, da hinten sind wieder viele schöne Bäume, die so nah beieinander stehen. Vielleicht können die sich gegenseitig nochmal hier befruchten. Komm, ich futter jetzt nochmal so ein Wildfleisch. Na komm mit. Ich möchte nur ungern den Loot liegen lassen. Oha. Das könnte kritisch werden. Was? Oh, Alter, oh, wow. Wow, das ging jetzt gerade schneller, als ich gedacht habe. Huiuiuiui. Das sieht von Weitem schon ganz cool aus eigentlich. Und wenn das richtig, also komplett fertig ist, nochmal ein Ticken besser, denke ich mir. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, ein schönes Langhaus zu bauen. Platz haben wir noch. Ja geil, hat die Birke mitgenommen. Die mochte ich noch nie. Die hat immer so böse da gestanden, da hinten in der Ecke. Aber Edelholz können wir auch noch mal gebrauchen. Brauchen wir das eh für Möbel. Ich glaube, für Möbel brauchten wir viel Edelholz. Ne? Also viele Möbel, viel Edelholz. Hirschfeld sogar zweimal bekommen. Dieses Scheißding packe ich mal weg. So, reicht erstmal wieder. Shit. Halt, hier ist noch einer, der mich nicht mitbekommen hat. Doch, hat er. Yes. Gib mir dein Fleisch. Ja. Was liegt denn hier noch rum? Ach, das ist nur eine Hirschtrophäe. Okay, gut. Da laufe ich bestimmt früher oder später nochmal drüber mit Platz im Inventar. So, wir müssen nochmal da hoch. Ich habe ja hier meine Ecke, auf die ich hochkomme. Oder über die ich da hochkomme, da muss ich da keine extra Leiter irgendwo hinbauen. Kriege ich das jetzt hier rein? Der muss echt von vorn drauf gucken, dass er das hinbekommt, ja. Ich wollte mal gucken, wie das halt so mittendrin aussieht, wenn ich da immer mal so eins hab, aber oh Gott, das geht, glaube ich, jetzt echt schief. Ne, hält. War ich nicht schnell genug, glaube ich. Oh, das ist kacke. Jetzt schnell genug. Baue müsste es doch wieder halten, oder? Ich wollte halt mal gucken, wie das aussieht, wenn ich hier mitten im Dach gehe. Nee, also da was dagegen. Gegen diese Kreuze da.
Das ist irgendwie komisch. Na gut. Unter Umständen muss ich hier. Ach Gott, ich komme da auch nicht rein. Ich glaube, wenn ich hier von. Wenn ich das entferne, fällt mir doch hier eh alles zusammen, oder? Eventuell. Ja, nee, das wird, glaube ich, nichts bringen, wenn ich das hier zwischendrin immer mal abstütze. Ja. Fast. Ach, jetzt ist grün? Nee, es wird wieder rot. Okay, ich wollte schon sagen. Aber. Ah, okay, ich könnte das auch so an den. Aber das fällt wieder ab mit Sicherheit, ne? Gleich ist wieder. Komm, du bist reingekommen, dann muss auch wieder rausgehen. So. Jetzt hält's. Okay. Ah ja, interessant. So. Ich mach mal hier, wenn ich jetzt Nägel mit hätte, hätte ich ja so eine kleine Tür bauen können. Tür bauen können. Oh, ich rutsche. Ja, wieso nicht? Wenn wir das nach hinten dann durchziehen, könnte das ganz schick sein. Naja, kümmern wir uns später drum. Es hält ja erstmal alles. So, und auch hier so ein Fenster würde ich immer mal wieder einbauen. Eventuell mittig davor noch eins. Also hier kommt dann. Ich würde sagen, wir können hier den Eingang bauen. Wir kümmern uns heute mal so ein bisschen. Ah, nee, wir kümmern uns erstmal ein bisschen um Fleisch. Komm, wir gehen mal eine Runde jagen. Dass wir auch mal was anderes sehen. Ich packe mal Holz und Zeug hier rein. Hier ist noch. Ich könnte auch eigentlich die normalen Pfeile mitnehmen. Aber. Da bin ich jetzt mal dekadent. Da ist eins. Sehr gut. Ein paar Wildschweine noch. Man sieht auf einmal so viel mehr, wenn die Bäume weg sind. Hier immer mal so Gegenden, da rennen so zwei, drei, vier Wildschweine auf einmal rum. Das wäre eine schöne Sache. Können auch nachher nochmal, wenn ich dran denke, bei den Karotten vorbeischauen, ob da vielleicht wieder was nachgewachsen ist. Ach ja, und bevor ich es brate, gucken, ob wir da nicht irgendwas anderes herstellen können. Da ist eins. Versuch das mal mit dem Schleichen. Na gut, wenn er schießt, dann geht er aus dem Schleichmodus raus. Gerade auch gar nicht so weit weg. Und noch mal so ein bisschen wenigstens was holen. Vielleicht jetzt noch so zwei, drei Wildschweine. Dann sollte es von mir aus auch schon wieder reichen. Da kommen wir erstmal wieder ein paar Tage hin. Aber hier so Hütten könnte ich doch demontieren, oder? Wenn ich hier eine Werkbank reinstelle und probiere ich jetzt mal. Ich jetzt mal ein bisschen, brauche mal kurz 10 Holz. Wie viel habe ich denn? 7. Ach so. Okay. Komme ich das Holz dann?
Ja. Brauche ich doch nur das unten wegnehmen, da fällt es doch schon in sich von ganz alleine zusammen. Ja. Hahaha. So kommen wir auch schön an Holz. Helf mal nach. So eine Statik hätte ich gern zu Hause, dass das da in der Luft schwebt. Jetzt endlich dieser Schandfleck weg hier. Hat mich schon lange gestört. Okay, cool, das geht. So, gucken wir nochmal nach Tierchen. Ist eine Nixe. Wobei doch, die normalen Nixen-Schwänze brauchten wir doch auch für irgendwas anderes. Hab auch gesehen, es gibt eine Mod, die Gegner, wenn die kaputt gehen, dann dauert es ja so jetzt zum Beispiel 1, 2, 3 Sekunden manchmal, bis sie ihren Loot fallen lassen. Und mit der Mod würde der wohl instant droppen. Benutzt sowas jemand von euch? Gibt es von euch Leute, die Valheim extrem gemoddet haben? Gerade halt mit Valheim Plus kannst du ja so sehr viel machen, aber da sind so viele Dinge dabei, die das Originalspielerlebnis für mich erstmal ein bisschen außer Kraft setzen würden. Aber ich kenne die Mod. Ich habe da auch schon damals, als ich es mal für mich gespielt hatte, so ein bisschen... Da hatte ich mir die mal recht genau angeguckt. Da kannst du wirklich alles einstellen. Oh, was ist das hier? Ach so, eine Nixen-Trophäe. Naja, wartet mal. Wenn wir unser... Ah, Wildschwein. Wenn wir unser Langhaus fertig haben. Und dann... Wo ist unsere Hütte? Da hinten. Können wir doch eigentlich auch... Ach nee. Da war ja kein Zugang. Okay. So eine Trophäenhalle machen oder wir bauen die Trophäen dann einfach da irgendwo mit drin. Ach ja, da ist es ja. Was ist das eigentlich für ein Riesenbaum? So eine 300 Jahre alte Eiche. Da kommt hier einer an, kloppt die einfach weg. Ja. Kommt da mehr Holz raus oder... So, nochmal irgendwo ein Wildschwein oder so? Nee. Müsste ich auch ein bisschen weiter wegrennen. Können wir mal gucken. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, was wir da theoretisch bauen können oder kochen können. Ich glaube, der Baumstamm dort wird ewig drin treiben. Oh, guck mal. Müssten die anderen ja spätestens morgen fertig werden. 36 Samen. Oh Mann, da können wir viele Karotten anbauen. So, wir schauen nochmal, ob wir damit jetzt schon was machen können. Ach ja, ich bekomme zweimal Wild. Schweindörfleisch raus. Ah, sehr gut. Okay, das ist natürlich mega gut. Hirscheintopf, Blaubeeren und Karotte. Komme ich da auch nur einmal oder? Gucken wir mal. Blaubeeren und Karotte. Achso, dafür brauche ich das gebratene Hirschfleisch. Ja, okay. Ja, habe auch nur eins bekommen. Ich lege mal kurz die nächsten Schwellen. Ach, wir haben nochmal eine Bienenkönigin gekriegt. Okay. Dann koche ich das, die beiden nochmal. Ja, hier rechts kommt immer so ein Hirsch.
Gesundheit über Zeit, das ist bestimmt auch geil. Wir haben 44 Buchensamen, sehe ich gerade. Blaubeeren würden mir jetzt fehlen. Ja, wäre halt auch geil, wenn wir sowas anbauen könnten, ne? Gut. Ich lagere erstmal die ganzen Samen. So, die Karottensamen, die wiegen nicht so viel, die nehmen wir mit. Das. Zack. Sehr gut, wir haben, glaube ich, schon wieder genügend Hirschfell fürs nächste Boot. Ah ja, doch, wir hatten schon so eine nächsten Trophäe, okay. Und ins Bett. Welcher Tag ist jetzt? Ich vergesse es jedes Mal. 4:55 irgendwie so. Guten Morgen. Ja, neuer Tag, neuer Bau. Hallo? Wer hat das denn hier? Hä? Liegt das Ding nicht mehr gerade? Doch, jetzt. Komm. Kipp um. Hat sich irgendwie im nicht vorhandenen Fundament verheddert. Seht ihr das? Jetzt ist es wieder frei. Okay. Gut. Gott sei Dank. So, den Bienenstock. Können wir hier immer mal irgendwo einfach so einen Bienenstock hinbauen? Vielleicht eher da drüben mit hin? Ach so. Ach, mega geil. Die anderen sind fertig. Yes. Wieder nichts. Ich glaube, die Abstände sind teilweise deutlich zu groß. Aber passt schon. Dadurch, dass es jetzt so viele sind, möchte ich mir nicht so unendlich viel Zeit lassen, die Teile zu pflanzen. So. Das waren auch tatsächlich alle. 64. Ne, 54 waren es, glaube ich. Ja, geil. Und aus denen könnten wir über 150 Samen nochmal machen. So. Okay, wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, ein bisschen Essen haben wir gemacht. Ein bisschen Holz haben wir noch dabei. Der Eingang, ja. Moment, da muss ich nochmal auf mein Bildchen schauen, wie das so ungefähr aussieht.
Bisschen nach vorn. So, kein Problem. Halt. Ach Mist, habe ich die alle so rumgebaut? Naja, gut. Kommt ja noch eine Wand hin. Dann lasse ich es jetzt hier draußen mal so. Ist jetzt nicht so schlimm. So. Der Eingang wird nicht so breit, sondern ich muss jetzt erstmal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich es hier zumache oder offen lasse. Ich baue erstmal hier. So war. Stimmt denn nicht? Quatsch. Müssen wir so oder so später noch mal ran. Okay. So. Hier müssten wir dann noch einiges wegnehmen, dass wir hier dann können wir eigentlich direkt mal machen. Bisschen wenigstens, dass ich dann von hier vorne auch mal drauf schauen kann, wie es aussieht von vorn. Na, so ist doch schon besser. Okay. Aber holztechnisch, da sieht es wieder recht mau aus. So, Moment, ich muss jetzt mal überlegen. Okay, wir müssen nach rechts noch um einiges. Wie breit ich das mache. Wäre das als Eingang zu viel? Eigentlich nicht, oder? Die Alternative wäre. Wäre 1 weniger breit. 3. Ja, könnte besser aussehen, aber. Na gut, nee, das machen wir einfach offen. Wir machen das offen. Ich habe eine bessere Idee. Ja, doch, wir machen es 3 breit. Das sollte passen. Ja, doch, ich denke von der Größenordnung her, das sollte ganz gut hinhauen alles. Nächster. So, lag hier hinten nicht noch Holz rum? Hier. Da auch noch. Ich esse mal so ein Wildschwein-Dörrfleisch. Hält vor allem 30 Minuten. Einmal das normale. Das gute hebe ich mir mal auf. Oh, na gut, das war jetzt unnötig. Oh, hallo, 2. Noch eins irgendwo? Nee. Vielleicht spawnen die hier hinten immer wieder nach. Das wäre cool. Dann wüsste ich, wo wir immer mal an Wildschweine rankommen.
haben wir noch? Ja, Platz ist noch da. So, dann können wir den noch mitnehmen? Na. Oh. Ach, hier ist auch so ein Baumstamm. Na, du. Ah, trifft er den nicht mal? Sollten wir erstmal genau 100 erstmal wieder ein bisschen bauen können. Ha. Weg. Da. Schade, dass es keine runden Sachen zum Bauen gibt. Das wäre richtig, richtig cool. Jetzt möchte ich mal was probieren. Kann sein, dass das gar nicht hält. Moment. Aber Gegner können meine Portale nicht benutzen, oder? Fällt mir gerade so ein, dass ich mir einfach durch mein Portal zu mir kommen, wäre ja auch ein bisschen doof. So. Dass das davon extra so halb ist, ist normal. Das soll so sein, weil dass das hier so ein bisschen nach innen gerückt ist. Aber nur ein bisschen halt, nur eins. Ein ganzes wäre mir zu viel. So. Ah ja, okay, warte, dann gibt es von vorn wieder Probleme. Ne, von hinten, sorry. So. Und so.
ist zu groß. Moment, ich muss noch mal einen Blick auf mein Bild hier werfen. Nö, eigentlich nicht. Ja, die hier, die brauche ich ja eigentlich gar nicht. Also zwar irgendwie doof gedacht, weiß ich nicht, was ich mir da gerade... Ich glaube, ich wollte das hier drin so ein bisschen... Na doch, ich weiß schon, was ich machen wollte. So, wenn ich jetzt halt rechts und links einsetze, habe ich hier in der Mitte wieder nur ein Felddurchgang. Deswegen wollte ich die halben mal nehmen. Wisst ihr? Schade, dass es halt so ein längs, also so ein großes nicht als, als halb gibt. Jetzt hat er das irgendwie komisch. War er den jetzt hingebaut? Hä? Oder hat er ihn gar nicht gebaut? Man weiß es nicht. Ja, doch, irgendwie war das schon. Warte mal. Ja, wieso nicht? Jetzt aber auch gern da oben. Ach so. Oder so. Oder? Das ehrlich gesagt gern da oben. Aber da müsste ich das Dach vermutlich noch mal wegnehmen. Komm, geh mal weg. So dachte ich mir, dann können wir ja davon das andere Teil dann später wieder dran bauen. Was ist hier dieses, das Teil vielleicht, mal gucken. Na gut, wirkt jetzt hier gerade im Moment nicht so toll, aber so wird es erstmal gehen. Der Querbalken da oben, das ist ein Stück Holz. Schauen, wie es aussieht. Ey, komm, geh. Hm, warum eigentlich nicht? Also ich finde das jetzt bisher nicht so wahnsinnig blöd. Ich wollte gerade irgendwas machen. Ach ja, ich wollte das Holz da oben holen vom Dach. Sprinten 21. SVC plus 1. So. Und dann. Aber hier drin das auch nochmal. Wobei, vielleicht mache ich den Eingang doch noch einen länger. Oder? Ich glaube, ich ziehe den nochmal einen nach vorn. Ja. Doch, das machen wir.
das da rechts nachher wieder abreißen. Also hier das hier. Da können wir dann normale draus machen. Moment. Ach so, doch, jetzt weiß ich wieder. Ja, okay. Genau, ich hatte ja dann das da. Das hatte ich jetzt noch stehen lassen, weil ich es mir abgucken wollte. Genau. Das war hier eine. Genau. Diese Langbalken. So. Und dann hatte ich ja hier schon einmal die. Und drunter die. So. Genau. Viel schneller. Wir können auch wieder schlafen gehen. Können wir gehen noch mal schlafen. Wird gerade eh neblig. Bauen wir das morgen früh zu Ende. So. Aber schön, sich sowas zu überlegen. Ich meine, auch gut, ich habe hier so ein Vorschaubild, damit ich überhaupt weiß, wie so ein Langhaus so ein bisschen aussieht. Aber es schon, macht schon echt Bock. Das ist richtig cool. So. Ja gut, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Holz. Also für den Eingang sollte es jetzt aber, zumindest, dass wir das so ein Stück nach vorn setzen, noch reichen. Oh, das war das Falsche. Hat's gereicht? Nee, hat nicht gereicht. Okay. Yes. Komm schon, Sonne. Tu dein Werk und zeig mir mal, wie es hier aussieht. Okay. So. Weiß nicht, ob das jetzt gleich komisch aussieht.
Die können auch weg. Ich finde es nicht schlecht. Finde ich echt schick. Oder? Was sagt ihr? So, die hier wollte ich austauschen, genau. Ach ja, jetzt könnte ich ja die anderen eigentlich hier rechts und links davon auch austauschen. Hammer ist kaputt. Gut, können wir auch gleich die Axt und Kolben nochmal reparieren. So. Ja, doch, das hat schon, denke ich, ganz gute Ausmaße. Oh Gott. Genau, und die hier könnte ich ja jetzt eigentlich auch austauschen, aber es ist auch egal, ob ich sie jetzt lasse oder nicht. Ich könnte aber... weiß ich jetzt nicht. Nee. Das sieht doof aus. Man auch ein bisschen vorsichtig sein, ne? Mit der mittleren Maustaste, nicht, dass man da aus Versehen zu viel wegreißt. So. Ach so, kann ich denn... Nee, auf keinen Fall. Ja, weiß ich nicht. Nee, keinen Fall. Muss mal gucken, irgendwie müssten wir das hier mal noch den Schandfleck so ein bisschen wegkriegen. Ach, das nennt man doch da. Ah, guck mal. Da, Kernholz. Na gut, so viel brauche ich jetzt nicht. Ach so, nee, Moment, warte mal. Ja, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, das Bauwerk. Hä, wieso? Was? Ach, das ist der andere Winkel. Ah, okay, verstehe. Das ist natürlich doof, ja. Okay, die könnten so ineinander glitschen oder halt dann so. Da müsste ich das Kreuz, wenn das hier irgendwie aussieht, dahinter wegnehmen. Oh, es läutet. Ich weiß aber nicht warum. Hat sich niemand angekündigt, von daher Pech gehabt. Nee, das haut nicht hin.
Gute ist bei den Runden, die rollen einfach runter. Ja, nee, nee, irgendwie. Ich jetzt nicht so zufrieden damit. Hier müsste noch überall eins drunter. Und eine neue Handwerkstation muss hier auch noch mal hin. So. Okay, besser. Wie beheben wir das Problem? So einfach, oder? Schon mal besser, ja. Snappt es doch einfach da. Wieso weiß das Spiel nicht, was ich machen möchte? Jetzt hat das. Okay. Nee, jetzt hat das nicht. Ah, Spiel. Komm schon. Ja, ich weiß, liegt an mir, aber ist natürlich immer schön. Das ist auch der, ja. Irgendwas haut da nicht hin. Ich weiß, wir haben dahinter so ein Ding. Ach so, ich bin auch so mega dumm, ey. Das kannst du echt keinem erzählen. Warum nimmt der Mann nicht einfach das Teil? Nehmen wir das dahinter weg und dann ist gut. Ich hole mir noch die zitternden Holzbretter. So. Das ist zu viel des Guten, nehme ich an. So eine doppelte Verankerung hier. So, Holz ist jetzt auch alle. Ja, gut. Ja, geht schon. Also finde ich jetzt so erstmal nicht schlecht. Ich würde es jetzt erstmal so lassen, dass man hier reinkommt. Entweder. Entweder ich mache es hier nochmal, doch nochmal einen Ticken schmaler und hier hinten soll eigentlich nochmal so ein zweiter Eingang rein. Hier auf der Ebene. Der kann dann größer sein. Doch ich glaube, ich mache das hier vorne noch einen Ticken enger. Dass wir hier einfach noch so ein bisschen was durchziehen. Naja, okay. Es wird. Wir kommen weiter voran und so ein bisschen was her macht es doch mittlerweile. Es hat weniger von Scheune, schon eher ein bisschen mehr von Langhaus. Es wird auch ein ganz schönes Ding. Also, wenn man hier drin steht, das geht dann schon recht weit. Also, gut, wir haben jetzt hier viele Balken, aber so sieht das in so einem Langhaus aus. Ich habe selber eins. Und das sind auch überall Balken. Ja, na schön. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.